Hallo und herzlich willkommen, ein neues Food Unboxing, diesmal wieder eine Milchschokolade und es ist Milka und Oreo. Das Ganze soll dann so aussehen. Oreo kennt ja eigentlich jeder, das sind diese schönen Kekse, die man dann von der Füllung abdrehen kann. Und ja, gefüllte Alpenmilchschokolade mit Oreo-Keksstückchen. Ich bin ja sehr gespannt, ob das Ganze wieder oder ob das Ganze überhaupt so lecker aussieht und auch so lecker schmeckt, wie es auf der Verpackung hier dargestellt wird. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, die schöne Schokolade zu öffnen. Und bei Milka geht es ja immer wunderbar, wenn man hier dieses Ende nimmt und gegenhält. Ich meine, das Ganze richtig schön sauber geöffnet. So. Das ist dann die Schokolade. So sieht sie aus. Natürlich auch wieder dieser, ich sage jetzt mal, Milka-Stempel drauf. Und Milka-Schokolade, finde ich, sieht immer lecker aus. Also da kann man eigentlich gar nichts verkehrt machen, wenn man sagt, man hat Hunger auf Schokolade. Nehmt eine Milka, ist nur die Frage, welche. Ja, und die Milka Oreo sieht auf jeden Fall schon mal sehr lecker aus. Und dann würde ich mal sagen, brechen wir das Ganze hier mal ab. Wir brechen die Schokolade, nicht das Video. Ja, und der Querschnitt sieht dann ein bisschen anders als auf der Verpackung aus. Ich muss jetzt mal den Fokus hier einstellen. So, jetzt müsste er gleich kommen. Da haben wir ihn. Sehr schön. Gefilmt wird übrigens mit einer Canon Leica HFR 406. Und man kann dort mittels Touchscreen immer den Fokus scharf stellen oder wie auch immer. Ja, so sieht der Querschnitt jetzt aus. Ein bisschen anders als auf der Verpackung. Ich kann das ja nochmal zeigen. Naja, aber ist ja klar. Gut, hier ist jetzt nichts weiter zu sehen. Probieren wir das Ganze mal. Ich glaube, ich habe noch nie eine Milka Oreo gegessen. Oh, also hinterher am Anfang typisch Milka, dann hat man diesen, schmeckt man diesen Milchkern und beim Kauen schmeckt man diese Oreo-Schokostückchen, beziehungsweise man hört vielmehr das Knacken. Und hat auch so ein, durch das Knacken hat es so einen Touch Milka, Schoko und Keks. Ich weiß nicht, wer die Schokolade kennt. Das ist auf jeden Fall sehr ähnlich. Ja, sehr lecker. Also ist zwar auch sehr, sehr süß. Also ich finde sie jetzt ein Tick süßer als eine normale oder eine als vergleichbare Schokolade. Liegt wahrscheinlich auch an dieser weißen Cremefüllung von dem Oreo-Keks. Und in Kombination mit der schönen Milka-Schokolade ist das Ganze extrem süß. Also ich finde es sehr süß. Man schmeckt die Keksstücke, man schmeckt den Oreo und man schmeckt auch Milka raus. Also eine sehr schöne Mischung, gefällt mir sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht probiert hat, sollte das tun. Und ja, das war's für mein kleines Unboxing-Video Milka und Oreo.
Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch freuen. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Guckt euch meine anderen Videos an, würde mich genauso freuen. Und ja, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank an alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und damit verabscheue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.